Renk, Wenk, Reindl. Den Sport präsentieren die Autohäuser Renk, Weindl. Ob mit Ball am Fuß, Ball an der Hand oder Ei so nah wie möglich am Körper. Auch vor Ostern macht der Sport keinen Halt. Was es definitiv nicht wird, zimperlich. Bei den Damen der TSG Hoffenheim ist am Wochenende Rekordjagd angesagt, denn die können zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte 31 Punkte erreichen. Dazu brauchen sie aber einen Sieg. Gegen Bayer Leverkusen sind sie mit Blick auf die Tabelle Favorit. Doch es ist Vorsicht geboten. Der Gegner steht jetzt halt mit dem Rücken zur Wand. Die haben am letzten Spieltag ihren Platz verloren, einfach nicht Abstiegsplatz. Jetzt stehen sie auf dem Abstiegsplatz und die müssen jetzt halt gucken, wo sie Punkte holen. Und solche Gegner sind immer gefährlich. Warum die Frauenbundesliga immer ein Besuch wert ist, der Trainer kennt die Vorzüge auf und abseits des Feldes genau. Schönes Stadion, schöne Grillwurst und keine Randale. Und wir laden gerne alle ein zu kommen und wir wollen natürlich auch ein bisschen was zeigen, sofern es der Gegner mitspielt. Klappt es gegen den Abstiegskandidaten nicht, hat Hoffenheim zwar noch 3 weitere Spiele, um die bisherige Bestmarke von 30 Zählern zu knacken. Nach Möglichkeit soll es aber an diesem Wochenende bereits soweit sein. Am Samstag ab 15 Uhr liegt die Wahrheit auf dem Platz, denn dann startet die Partie TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen im Dietmar-Hopp-Stadion. Auch wenn für die Löwen die Titeljagd vorbei sein dürfte, eingreifen können sie ins Geschehen trotzdem. Am Wochenende steht nämlich ein echtes Top-Duell auf dem Plan. Der Tabellenführer Flensburg ist zu Gast in Mannheim. Das wirft seinen Schatten weit voraus. Am Sonntag um 16.25 Uhr können sie dann für die zweite Niederlage des Spitzenreiters sorgen, wenn es in der SAP-Arena heißt, Rhein-Neckar-Löwen gegen SG Flensburg-Handewitt. Und hier in Heidelberg ist Derby-Zeit angesagt. Und dafür haben sich die Hunters ziemlich viel vorgenommen. Coach Washington ist schon mal gespannt. Das erste Spiel war ziemlich hart auch, wegen des Derby-Sache. Aber wir wollen es einfach professionell eingehen. Und schauen wir mal, wie das auskommt. Seine Jungs hat er im Training versucht, ans Limit zu pushen. Die Spielanalyse nimmt der Amerikaner in seiner Muttersprache vor, wie es im Football üblich ist. Ich will keine Tipps abgeben, so bin ich als Coach. Wir werden uns so gut es geht vorbereiten und hatten eine gute Trainingswoche. Daher bin ich zuversichtlich, wir müssen sehen, wie das Spiel ausgeht. Unterstützt werden die Spieler dabei auch von den Cheerleaderinnen. Wer sich das ganze Spektakel nicht entgehen lassen will, die Heidelberg Hunters treffen am Sonntag um 4 auf die Mannheim Bandits. Gespielt wird im Fritz-Grunebaum-Sportpark. Wir fassen zusammen, die Damen der TSG Hoffenheim sind am Samstag um 15 Uhr auf Rekordjagd. Die Rhein-Neckar-Löwen wollen am Sonntag um 16.25 Uhr den Spitzenreiter ärgern. Und auf dem Footballfeld geht es zwischen den Heidelberg Hunters und den Mannheim Bandits rund. Den Sport präsentierten die Autohäuser Renk, Weindl.